Ich grüße euch, Freunde des Sentitus, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Vor ungefähr 2 Wochen hat sich der liebe Leon von mir ein Perk-Bild mit der Hack gewünscht. Leider ist meine Hack nicht im Besitz der besagten Perks, deswegen spiele ich das Ganze heute mit dem Trapper. Und das Perk-Bild sieht wie folgt aus: Korrupte Intervention, vergiss mein nicht, niemand entrinnt dem Tod. Und kein Ausweg. Außerdem spiele ich noch mit einem Pudding und Spannfeder und ölige Schraubfeder. Einmal mit Spannfeder gut sehe ich die Bärenfalle selbst zurücksetzen, nachdem mein Überlebender ihr entkommen ist. Und wenn ich eine Bärenfalle zurücksetze oder generell eine Bärenfalle zurückgesetzt wird, dann sehe ich die Aura des Überlebenden, der diese entschärft hat. Dann würde ich sagen, springe ich in die Runde und bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Runde. Der verfallene Kuhstall ist es geworden. Und ihr seht schon, das Perk-Bild ist ein bisschen darauf ausgelegt, die Leute zu bestrafen, wenn sie ans Ausgangstor gehen wollen. Also natürlich einmal Korrupte, um mir so ein bisschen Zeit zu erkaufen. Das passt auf dem Trapper generell ganz gut. Und dann, ja, vergiss mal nicht und kein Ausweg. Und dann noch, niemand entrinnt dem Tod. Also die sollen nicht entkommen, auch wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Und damit ich sie am Ende quasi richtig abschlachten kann. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Ich trappe erstmal auf so ein paar offensichtliche Fallen hier. So. Und manchmal verstecken sich auch die Leute hier hinten bei den Gens, die geblockt sind. So, hier place ich die Falle mal so. Und natürlich ein neues Boon-Totem. Ja, die Boon-Totem. Ja, hier. Was haben wir denn da? Hier ist ein Boon. Zack, mal weg. So, dann will ich mal langsam. Zack. Oh, eine Palette verschwendet. Eins, zwei. So, für vergiss mein nicht, muss ich aber meine Obsession schlagen. Was er für einen Vorsprung hat auf die Palette, das gibt's ja gar nicht. Eins, zwei. Das ist so, ich wollte es gerade sagen, Leute, das ist mir auch so oft aufgefallen. Die Leute, ich war gerade, sorry, ich war gerade mega ein bisschen konzentriert. Die Leute rennen einfach nur von Palette zu Palette. So, jetzt gibt's aber einen Schlag weit. Deswegen ist das gar nicht mal so verkehrt, auch die Paletten hier abzutrappen. Aber wie gesagt, das scheint irgendwie neue Meta zu sein. Keine Ahnung wieso. Ich habe natürlich keinen Perk gegen Gens. Und der wurde von dem Survivor blockiert. Hier spielt also einer mit einem Perk von der. Na, sag mal schnell. Von der lieben guten Cheryl. Hier hinten scheint noch alles okay zu sein. Ja. Gerade was gehört. Ne. War wohl nur Einbildung. So, wie gesagt, für vergiss mal nicht, muss ich meine Obsession schlagen. Und dies ist eine Fang. Aber ich glaube, du bist es nicht. Ich hatte war am Anfang schon einmal gehittet. Zack, nee, du bist es nicht. Und ja, für keinen Ausweg, damit das ein bisschen länger hält, muss ich auch ein paar Leute an den Haken kriegen. Und ja, zur nächsten Palette einfach. Was willst du denn, Dwight? Ja, wieder eine. Zack. Okay. Eins, zwei. Klar, die Paletten sind nur so ein Hindernis, was nicht permanent ist, aber es
nervt halt einfach irgendwie. Und guck mal, wie nah die teilweise beieinander stehen, die Paletten. Also, und wenn ich natürlich Surf spiele, ist das... Ja, hallo, aber du bist meine Obsession. Zack. Ich habe noch keinen Hook gekriegt. Und... Und was wollte ich sagen? Ich habe noch keinen Hook. Ja, natürlich. Eins, zwei. Und die brauchen nur noch zwei Gens machen. Es ist so abartig wie dann Dead by Daylight, ne? Ja. Als Trapper wirst du auch nur so gemobbt. Das ist abartig. Also du bist auf deine Fallen irgendwie so ein bisschen angewiesen. Und ja. Kannst halt irgendwie so ein Hit. Und die laufen hier rum und entschärfen einfach meine Fallen an den Paletten. Und die laufen von Palette zu Palette. Aber ich muss ja meine Fallen irgendwie platzieren. Und wie ich das schon wieder sehe, hier ist eine Palette, dann ist da vorne wieder eine Palette. Was ist das mit diesem Palettenwald hier? Das regt mich auch schon wieder auf. Zack. Dieses Paletten-Gameplay, das ist so abartig. Eins, zwei. Ja, das geht da hinten noch ein Gen an. Ja, was willst du machen? Ich habe einen Haken. Juhu, einen Hook. Ja, wie sie hier wieder an der Palette wartet. Die muss ich wegnehmen, der Loop ist sonst zu lang. So. Hallo. Oh Mist, Waffe zu kurz. Zack. Und hier ist wieder eine Palette. Es ist so lächerlich. Ja, und wenn man selbst als Surf spielt, dann geht alles im Bach runter. Ich habe gedacht, mit dem Pepper wäre ganz cool halt. Das ist Perk. Natürlich, du hast ein Death Heart, war klar. Ah, was war das denn jetzt? Ja, der Loop ist zu lang. Ich muss die Palette eigentlich brechen. Ja. Eins, zwei. Und die machen in Ruhe da hinten jetzt den letzten Gen. Haben nochmal eine Fallen entschärft. Und ja, die... Lass ich laufen. Ich muss die laufen lassen. Es geht halt nicht anders. Die da rennt zur Killerhütte. Da ist wieder eine Palette. Oh, wer ist denn hier? Lass mich raten, du rennst zu einer Palette. Zack. Ja. Oh, danke für die Gottpalette. Jetzt habe ich natürlich nicht genügend Stacks auf keinen Ausweg. Aber ich habe ein paar auf Vergissmeinnicht. Hier ist eine Palette, ey. Es ist nicht wahr. So, da hinten ist ein Ausgangstor, das haben sie gerade betätigt. Da rennt er auch schön hin. Ist das hier wieder eine Pre-Made-Truppe oder was? Hallo? Ja, hätte man lieber nicht gemacht, ne? So. Und Hauptsache eine Falle entschärfen. Das ist richtig Mobbing. Was die hier machen mit einem. Es ist nicht wahr. Ja, und da war mein Nöd. Bumm, weg. Aber es war sowieso klar. Du hast einen dabei, der spielt Boon-Totems. Safe hat der einen Perk dabei, um Totems aufzuspüren. Meistens ist es Niederwild. Oder die haben eine Karte dabei, eine Regenbogenkarte oder solche Scherze. Also damit muss man sich auch irgendwie abfinden. Natürlich ist hier eine Palette, die ich nicht getrappt habe. Erwischt. Mm.
Oh, schnell aufheben. So, ran hier. Hier ist nur ein Totem. Ich habe gedacht, da hockt ein Survivor und ich wäre gegengelaufen, ey. So weit ist es schon. Falle mitnehmen. Oh, hier so schön. In den Mais. Vielleicht bringt es ja was. So, die haben die Cheryl jetzt geheilt. Da, Raben. Zack. Hallo. Bleib doch hier. Ja, natürlich geht die eine Zeit. Meta-Perks am Start. Von Palette zu Palette laufen. Easy. Also in letzter Zeit kriege ich als Killer wirklich nur harte Leute. Und gerade ja, mit so Killern wie der Trapper bist du halt schon irgendwie gekniffen tatsächlich, ne? Also musst tatsächlich, also wenn du in DBD richtig gut, was heißt gut mithalten willst als Killer, so, musst du auch die Meta-Killer spielen. Da kommst du gar nicht drum rum. Na, wenn du jetzt mit dem Trapper hier am Rumgurken bist, das bringt ja gar nichts. Aber der Perk-Bild war auf jeden Fall sehr interessant, hat leider nicht gegen diese Truppe geholfen. Und was auch ein großer Nachteil ist, man hat keinen Gen-Regress-Perk dabei. Aber an sich ist die Idee auf jeden Fall ganz, ganz nice. Hat sogar eine Tagesaufgabe mit dem Trapper. Also die Idee hinter dem Perk-Bild ist ganz nice. Aber leider bringt es dir halt nichts, wenn dein Node einfach gesprengt wird. Und er hatte nicht mal einen Perk, um das Totem zu suchen. Der hat es einfach gefunden. Er hat es einfach gefunden. Mein Node wird einfach fast instant gefunden. Ich habe nur einen damit niederstrecken können. Wow. Und ja, ich sag's immer wieder, aber wenn man dann selbst als Surf spielt, packt man sich echt an die Platte, was da passiert. Und ein Spielzeit als Killer kriegst du so richtige Neckbeards. Wahnsinn. Aber schöner Perk-Bild auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht auf der Hack tatsächlich geiler gewesen durch die Teleportationsfallen. Aber ansonsten ein schönes Perk-Bild auf jeden Fall. Wenn ihr auch einen Zuschauerwunsch habt, egal ob Killer oder Surf, schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ich die Perks beisammen habe, spiele ich das natürlich auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben da lassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne!